Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir GeoGuessr. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, das Duell gehabt. Ja. Und gehen deswegen ins Battle Royale Distance rein wieder. Hoffentlich können wir mal einen Win holen. Finale, ich glaube, letztes Mal wurden wir Zweiter, ne? Ja, diesmal wäre gut, wenn wir das Finale gewinnen. Weil letztes Mal war es auch eine krasse Truppe, muss man sagen. Da sind sie rausgeflogen, obwohl sie das richtige Land hatten. Aber so ist es nun mal. Wir gehen in die erste Runde rein und schauen mal, wo wir sind. Attic. Attic. So heißt die Dings, ne? Die also sieht mir sehr nach den Alpen aus. Ich würde gern hier noch ein Stück in die Richtung gehen und mir dieses Schild nochmal richtig angucken. Geht aber nicht. Kann es mir nicht besser angucken. Aber ich schätze, ich habe irgendwie gar keinen Ton. Aber ich schätze, dass ich irgendwie Österreich-Schweiz bin. Oder noch Deutschland, ne? Könnte auch noch sein. Ich habe noch 24 Sekunden. War hier nicht sonst irgendwelche Musik oder sowas? Ich sollte vielleicht mal guessen einfach. Hier so. Ja, okay, jetzt höre ich auch, also Ton ist da. Einfach mal in der Mitte. Ja, mehr in Österreich, aber. So gegessen und es war in der Schweiz. Oder? Ja. Hier irgendwo. Okay. War ich nicht schlecht dabei. Wir gehen, ich war Dritter sogar. Wir gehen in die nächste Runde. Und wieder irgendwo in den Bergen. Einfach mal schnell in irgendeine Richtung. Mal sehen, ob da irgendwas zu finden ist. Irgendwie komme ich hier nicht so wirklich voran. Doch ehrlich, ich weiß nicht, wo ich bisher bin. Könnte sein. Ein Berg runter. Ich habe das Gefühl, dass die andere Richtung besser war. Probier es einfach nochmal aus und geh in die Richtung. Ich habe ja noch 20 Sekunden. Ich sollte jetzt langsam mal guessen. Oder? Ich weiß es wirklich nicht. Ich mache jetzt einfach mal hier so Rumänien. Okay, ich bin ein guter Guess. Und die sind unter mir und haben gegessen. Also ich bin weiter, aber es ist auch noch irgendwie weit weg. Was? Es war Lesotho. Da war ich natürlich ganz schön weit weg. Sechster. Zum Glück. Aber gab es noch Leute, die noch weiter weg waren. Ja, konnte ich aber jetzt nicht so erkennen unbedingt. Das hier sieht auch mir wieder sehr schwierig auszuraten. Pepsi. Guck mal, hier ist noch so ein Schild. Sieht nach Thailand aus, finde ich. Im ersten Moment. Oder da so Umgebung. Thailand-Umgebung. Das ist mein erster Call. Mal ein bisschen schnell vorankommen. Ist nicht. Warte mal. Laos, würde ich jetzt sagen. Und ich bin Erster. Ist das die Thailand-Flagge? Ich weiß nicht. Aber ich würde sagen, dass wir in Laos sind. Und ich bin damit auch Erster. Stand jetzt. Was steht denn hier? Warum kann ich das? So ist auf dem Dings drauf. Und es war nicht in Laos, aber an der Grenze. Ja. Nicht schlecht. War Erster. Das ist schon mal wichtig. Jetzt gehen wir in die nächste Runde. Oh Mann, das nervt mich so. Restaurante Esfala Barazada. Geht hier lang. Dann gehen wir mal zum Restaurant, oder? Gibt's da irgendwelche Hinweise? Mann. Wanda das Campinas. Das sieht mir irgendwie nach Spanien. Das hört sich Spanisch an. Erstens. Monte da Boa Visita.
sich sehr spanisch an, aber ich weiß halt nicht, ob wir jetzt hier in Spanien sind oder. Sipo. Oder in Dings. Ich tippe mal Spanien ein. Nein, es ist Mexiko. Ich kann nicht guessen. Was? Oh mein Gott, es war Portugal. Und ich war. Die waren alle noch näher dran. Oh mein Gott, nein. Schade. Wir können auch noch nicht in eine neue Runde gehen. Gerade abgelaufen, so ein Mist. Deswegen gehen wir ins Main-Menü und machen erstmal ein Quiz. Hier hin. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen eben. Halloween-Quiz. Okay, machen wir. Nehmen die Folge auch nicht so weit im Voraus aus. Also, es ist gut. First Stop, Happy Halloween. In our first stop, we are traveling to a place. Was ist denn jetzt los? When event operated that's been used in multiple mystery stories. Look carefully, it might be a small clue. Was? Warum ist das so hell? Stand was? Bobosa Development Service. 160 Meilen. Was ist das hier? Einige erkennen. Also ich weiß wirklich nicht, wo wir sind. Ich würde sagen, irgendwo in den USA. Aber. Free Wine Tasting. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Ah, New Mexico. In Roseville. Welcome to Roseville Sign? Wo war das? Ich hab's nicht gesehen. Das war wahrscheinlich der Hint, aber ich hab da kein Zeichen gesehen. Hier sind irgendwie auch keine anderen Sachen. Keine Ahnung. Ja, aber wir waren okay. Wir waren ja jetzt nicht so nah dran, aber auch nicht so weit weg. Aber okay. What's the subject of the mysterious event in New Mexico? Was? UFO Crash? Da habe ich noch nie was von gehört. What is the Mexican holiday known as quite often wrongly referred to Mexican Halloween? Right. Rise of the. Was? Ja, der. Ja, okay. Keine Ahnung, habe ich alles noch nie gehört. Let's see what you know about some classic works of horror that influence the world. Okay, bin ich auch gespannt. Which famous work did Mary Shelley write? Frankenstein. Ja, dann kenne ich nicht. Das ist nicht famous. War ja einfach. Nächste Runde. What's the name of the legendary horror author behind work Harry the Shining and It? Stephen King. Zu lange gelesen. Ja. Was haben wir hier? Vlad, ne? Dracula, was denn? Das Dracula, which country was was? Ja, ich würde halt gerne antworten. Ach so, oh mein Gott. Dumm. Rumänien war es doch, oder nicht? Transsilvanien. Runde 7. Which group of people first celebrated what eventually become Halloween? Vikings, würde ich sagen. Ah, Zelt sind die Irlen. Ja, ich dachte Irland, aber ich dachte Vikings sind dann so von. Ah, weiß nicht, was dumm. Ja, ich hätte es eigentlich wissen. There's a man in your backseat. Let's dive into some old legends and myths. Okay, machen wir. What urban legend shares name of a cocktail? Harry. Ich hab gerade nochmal rumgeguckt, aber total unnötig. What's a ghostly essence called? Which substitutes a physical energy.
Oh, ganz klar. Ich habe sehr viel Ahnung davon nehmen. Frage 10. What is a scary Santa called? An entity that scared kids that misbehaved and been the subject of multiple movies in the last few years? Also habe ich noch nie gehört. Krampus. Hab ich aber, also, kann ich mich nicht daran erinnern, da mal was gehört zu haben. At next. At our next stop, the bones of 3000 plague victims decorated the like a church in which country is it located. Take a look around the panorama coming up. Was? Das Menschenknochen? Ist das denn? Was? Also ich wusste das nicht, dass es das gibt. Tisho prosimi. Silent please. Ruhe bitte. Was ist denn das erst für eine Sprache? Die beiden gucken sich das an hier. Und hier sind ihre Beine. Wir sehen jetzt. Hier stehen irgendwie Texte. Hier kommen noch mehr Leute. Also, dass es da auf Deutsch steht, finde ich ziemlich. Ja, weiß ich auch nicht. E-Shop. Prosimé. Ich irgendwie so polisch-tschechisch an. Ich mache hier so. Oh, so, ich kann nur ein Land Polen. Nehme ich dann. Tschechien. Oh mein Gott. 50-50 und ich nehme das Falsche. So ein Mist. Okay, can you pinpoint next location? Our next every stop is close to the center of a large European capital. Would you dare to explore these chambers in the cold dark? Was? Ist das, sind das die Katakomben? Ich kann mich ja nicht mal bewegen. Was ist? Hier steht irgendwas, aber ich kann es nicht lesen. Also ich würde jetzt sagen, dass es Paris ist. Da weiß ich, dass es da diese Katakomben gibt, aber davon habe ich echt noch nie gehört. Nehmen wir einfach mal Paris. Richtig. Boah. Continue finished sind wir schon. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ein bisschen stolz auf mich mit seinen 37.000 Punkten. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, gehen wir hier weiter. Und leider können wir, glaube ich, noch nicht. Wir starten in 2 Minuten. Und wir sehen uns in 2 Minuten gleich wieder und gehen dann ins nächste Display. So, bis gleich. So, die Zeit ist vorbei und wir können jetzt wieder spielen. Gehen gleich ins bis ins Bett. Ja, und hier geht's aber los. Wie viele sind hier schon drin? Anziehen. Dabei. Jetzt geht's auch schon los. Eine Minute Zeit für den ersten Ort, wo wir sind. Oh, das ist ja eng. Was steht hier? Ich muss ein weitergehen. Kann ich es nicht mehr sehen. Verarschen. Was steht denn da oben rechts in der Ecke? Das ist irgendwo. Werden hier Bildung gefördert, glaube ich. Ist schon mal gut. Ich weiß halt nicht, wo es ist. Ich will nicht in der ersten Runde rausfliegen. Was sieht das denn aus? Niederbier? Ich würde jetzt einfach erstmal hier so sagen, keine Ahnung. Okay, ich bin 10.000 Kilometer näher dran als er, aber 2.000 Kilometer von denen entfernt. So, ich glaube. Oh, er ist noch weiter weg. Ich glaube, das habe ich. Obwohl ich vorletzter war. Es war nämlich in den Philippinen. Und da war ich so weg. Da bin ich so weit weg. Was? Okay, das ist hart. Wo sind wir hier? Wildgeflügeleier. Ja. Gut, hab ich schon mal Fisch jetzt hier. Oh, warte. Das ist wichtig. Was da drauf steht. Ich kann es nicht erkennen. Gönn, gönn von dieser Seite. Wien. Naja, ist ja viel zu einfach. Soll ich jetzt noch genau den Ort herausfinden? Das wäre krass, eigentlich. Nicht in Wien noch. Aber ich weiß, ich war noch nie in Wien. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich da gucken müsste. Aber in Wien.
Ein zweiter, oh mein Gott, er kennt sich richtig gut aus in Wien. Volle Teller. Das Klassiker. Kebab, Schnitzel, Burger, Falafel. Täglich wenigstens Mittagsmenü. Geil. Ey, am Baggern. Na ne. Ja, mach deinen Boden kaputt. Der Rowdy. Ja, das zweite ganz klar weitergekommen. Berlin hat da einer genommen. Ja. Und zwar hier, okay. Ja. Hatte ich jetzt auch nicht so die Motivation da jetzt noch näher ran. Hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht geschafft. Weiß ich nicht. Was ist das denn schon wieder für ein. Denkst, oh. Er ist russisch, oder? Also kyrillisch. Sag mal russisch. Ja. Man fährt eigentlich immer mit gut damit, Ukraine zu sagen. Und werde jetzt auch tun. Ich mache aber hier so. Den haben wir noch nicht gegessen. Es kann natürlich noch viel mehr sein. Okay, 6000 Kilometer näher dran. Was? Er ist 1000 Kilometer näher dran als ich? Was? Sind alle näher als ich? 3 Kilometer weiter weg? Okay, es war Bulgarien. Es waren übel viele in Bulgarien. Und einer war, zwei waren hinter mir. Der eine war hier in der Ukraine und der andere war in Russland. So, ja, okay. Was ist denn das für ein geiles Bild? Ja, hier, Essox. Ah, nee, das wäre SEO. Bild. Stark gewesen. Ja. Kann ich mal ein bisschen schneller hier voran. Ah, geile Bude. So, jetzt haben wir hier schon mal Schilder. Oh, warte mal. Was? Nee, ich wollte eigentlich noch gar nicht weiter. Das Schild ich noch angucken. Co.il. Was ist .il? Was ist .il? Och Mann. Was ist .il? So eine Schrift auch. IL. Das könnte IL sein. War das hier wieder? Hier ist er da. Okay. Nee, wir sind am Arsch. Ja, ich bin raus. Mann. Das war hier. Weiß nicht mehr, welches Land. Ach Mist. Ja. Gehen wir ins Main-Menü zurück. Wir sind leider raus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir noch nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.